Mehr wie verschandeln kann man mich nicht. Es braucht manchmal nicht viel, sondern nur so ein kleiner Haarschnitt, um mehr Selbstvertrauen, mehr Würde, und wir wollen den Menschen das Gesicht zurückgeben. Das war die Idee vor knapp einem Jahr. Mittlerweile zählt die Barber Angels Brotherhood bereits 70 Friseure. Einmal im Monat schneiden sie Wohnungslosen und Bedürftigen in Deutschland ehrenamtlich die Haare. 20 Engel sind an diesem Tag nach Stuttgart gekommen. Jeder Stuhl im Raum der Caritas Nothilfe in der Olgastraße ist besetzt. Auch Harald hat hier Platz genommen. Über ein halbes Jahr musste er seine Haare wachsen lassen. Notgedrungen, wie der 64-Jährige sagt. Ich bin auch schwer behindert und kriege auch nur die Grundsicherung. Gell? Ähnlich sieht es bei Michaela aus. Heute wird aber auch einmal wieder auf die eigenen Wünsche der 50-Jährigen gehört. Sie trägt gerne eine Blume im Haar, die später auch noch Halt finden soll. Rund 100 Menschen werden an diesem Nachmittag in nur 3 Stunden frisiert. Akkordarbeit für die Engel mit den Scherenhänden. Doch das merkt man ihnen nicht an. Sie begegnen ihren Gästen auf Augenhöhe. Mit einem Lächeln für ein Lächeln. Und genau dieses Lächeln wird jetzt exportiert. Martin Renner von der Deutschen Stiftung Concordia Sozialprojekte Stuttgart hat eher zufällig von den Barber Angels gehört. Ergeben hat sich daraus der erste Auslandseinsatz der Friseure in Bulgarien. Dort engagiert sich die Mutterstiftung seit Jahren für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche. Sie betreibt in Sofia unter anderem einen Friseurladen, in dem auch Jugendliche ausgebildet werden. 5 Engel werden am Sonntag dorthin reisen, um das mit zu unterstützen. Wenn die unseren Jugendlichen da ein bisschen was zeigen, ein paar Tricks und Kniffe beibringen, das ist für die der Wahnsinn. Und ich gehe stark davon aus, dass deren Motivation durch die Decke schießt und vielleicht noch viele andere auch, die jetzt in den im Jugendzentrum wohnen, auch sagen, okay, mit der Ausbildung, da kann ich auch was werden. Für die Barber Angels ist der Einsatz in Bulgarien auch ein weiterer Schritt, um noch mehr Friseure und andere Branchen für ihre Idee des Helfens zu begeistern. Fürs kommende Jahr sind weitere Auslandseinsätze bereits fest eingeplant, genauso wie ihr nächster Besuch in Stuttgart.